herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe mit, wie ihr seht, Catherine. Sieht sehr mangamäßig aus. Und wir fangen ganz von vorne an, wie immer. Ich zeige euch wieder dreiviertel Stunde. Ich bin schon auf normal. Ja, klar. Ja, vom Grafikstil her, keine Ahnung, ich habe noch nichts gesehen dazu. Ja, ich bin genauso schlau wie ihr. Und gucken wir es uns mal an. Also, ich bin genauso unerfahren wie ihr. Oh Gott, oh Gott. Sieht ja ultra japanisch aus. When the night sky fills with glamour, a lovely story. Good evening. Welcome to the Golden Playhouse. Your guide for the night is me, the Midnight Venus, Trisha. Have you heard about this scary rumor? They say if you fall in a dream and don't wake up before you land, you die in real life. Tonight's story is Catherine. An unconventional romantic horror. A man with a certain curse has a terrifying week. Our hero in this story is Vincent Brooks, age 32. He's an earnest and kind man. But one day, we begin to see him have terrifying nightmares. On top of that, a torrent of sweet seduction swoops down upon him. What a playboy, huh? Will he be able to overcome all the blocks in his life? His outcome, depends on you, viewers. Sorry to keep you waiting. Raise the curtains. Now enjoy the show. Until we meet again. Where'd you go? Snap out of it! Were you even listening? Sure. You know, you've been a little out of it lately. Is everything all right? You've been spacing out left and right. Oh, sorry. I had to work early this morning. Ja, sieht ziemlich prall aus, wenn ich ehrlich bin, und die Story auch irgendwie. Ja, mal schauen, was das Spiel wirklich bringt. Bis jetzt ist es schwer einzuschätzen, außer dass die Charaktere und alles sehr japanisch sind. Ja, krasse Gangstermusik im Hintergrund. Man verzeiht es mir ab und zu, wenn ich Blödsinn rede, weil mit Japano-Spielen bin ich nicht so bewandert. Ist auch normal überhaupt nicht meine Richtung. Aber mal schauen, vielleicht kann es mich ja positiv überraschen. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so schläft. Wie gekreuzigt. Ach du Scheiße.
this place. Directional pad to move and climb. Das ist wie ein altes Mario. Move the blocks to make a path. You can climb one block at a time. How am I supposed to move these things? Press the A button to grab the block. While holding the block, use the directional pad. You can also undo your last move by use it to give yourself a second. See one. Make an effort to get it. It'll be worth the effort. Right, I got it. Don't just push blocks around without thinking about it. They'll collapse? Moving blocks around carelessly can make things more difficult for you. First, try pulling a block to make some footing. Okay, man kann ganz normal mit diesem Stick hier auch spielen. Es wäre schon ein bisschen scheiße gewesen, wenn es nicht geht. Right, I got it. This is very important, so make sure you remember what I'm going to tell you. What is it? These blocks aren't normal. They'll lock into place and support your weight, even if they're only touching by their edges. Even if a block has nothing directly under it, as long as it's touching an edge of another block, the edges glow bluish-white. Ist es nicht schön, einen halbnackten Mann zu spielen? See how the edges? Doesn't make any sense! How is it not falling? I mean, what? Don't think about it. Just use it to your advantage. Just get used to it. Quickly making stairs is the core of successfully use the edges to create stairways. Right, I got it. Scheiße auf die Münzen. What is this ringing? As you near the top, you will hear a bell ring. Anyway, if we both make it out of here alive. Gott, was für ein Kranker. Mist, hätte ich jetzt fast gesagt. Kann ich schon mal nicht schieben und sehen. Oh,
Ach du Scheiße, jetzt blamier ich mich natürlich wieder komplett. Oh, ehrlich gesagt bin ich ein bisschen zu faul zum Nachdenken gerade. Na schau, geht doch. Na komm. Manchmal ist die Steuerung ein bisschen überzapplich, finde ich. Manchmal reagiert sie wirklich ein bisschen zu schnell. Yeah, ersten Level überstanden, so gerade irgendwie. Was mich ein bisschen stört, ist das Branding oben links. Soll das vielleicht das Logo der Fernsehserie sein, oder? Oh Gott, ultra gestört einfach. Ja, bis jetzt finde ich es sehr, sehr prall. Ich hoffe, das ist nicht das ganze Schema vom Spiel. Today's code review meeting. Really? No, I'm just a little under the weather. No, it's okay. I'll be right there. Yeah. Sorry. Ja. Mir fällt leider nicht genau ein, was ich jetzt dazu sagen soll. Getting anything extra for this? For what? For all this overtime you're doing. Oh, not this time. This time? Do you usually get overtime pay? Well, no, but... So you don't get anything? Here, two sugars. Hey, Catherine. Have you ever had a dream where you... You mean like where you're in danger? No, where you actually die. You're being killed or something. No, I usually do the killing in my dreams. Huh? Well, that sounds like you. What's that supposed to mean? Hey, how many years have we been together? Huh? How many years? I'm asking you. It's just my mother's been calling me up and asking how we're doing. So, wir machen hier mal ganz kurz Pause und spielen demnächst mal weiter. Bis später, sag ich mal, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao!